Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadja Knoblauch, ich bin Heilpraktikerin, Fastenleiterin, um gesunde Ernährung, um alles, was für uns ab der Lebensmitte wichtig ist. Darum geht es hier an diesem Kanal. Und natürlich, wir haben jetzt Erkältungszeit und Erkältungszeit heißt eben auch kalte Zeit, kaltes, feuchtes Wetter heißt, das ist die Eintrittspforte für Bakterien, für Viren, für andere Erreger. Kalte Füße, kalte Hände, kalte Nase, kalter Kopf, all die Dinge, die ich vermeiden sollte. Und ich möchte heute mal ein kleines Rezept mit Ihnen teilen, und zwar, dass ich zur Einreibung nehmen kann. Ich kann das, wenn ich Bronchitis habe, nehmen. Es löst sehr, sehr gut den Schleim. Ich kann das nehmen, wenn ich Sinusitis habe, wenn ich sozusagen hier meine Nebenhöhlen entzündet sind, wenn ich Ohrenschmerzen habe. Ich kann es auch als ein zum Löffeln einnehmen, also wirklich wieder mal eine Mischung, die ich rundherum verwenden kann und nur aus natürlichen, ganz, ganz natürlichen ätherischen Zutaten. Und natürlich, es darf der Knoblauch nicht fehlen. Ich zeige Ihnen gerne, wie das geht. Bleiben Sie dran, wird spannend. Ja, und für dieses Öl, was ich herstelle, was ich als Einreibung verwenden kann, was ich als Nasentropfen verwenden kann zum Einnehmen, da nehmen wir uns zuallererst einmal so eine Knolle Knoblauch vor. Und diese Knoblauchknolle, oder ja, die zerteilen wir erst einmal. Ich schaffe mir hier einfach mal ein wenig Platz und fange jetzt mal an, diese Knolle auseinanderzunehmen. Und man denkt immer, das müssen alles ganz solche trockenen Knollen sein, aber es gibt neuerliche Studien, dass beispielsweise, wenn jetzt auch beim Knoblauch da schon diese grüne, wenn die an zu keimen fangen, dort haben die wohl die allerhöchste Wirksamkeit. Also dort ist zum Beispiel das Allicin wohl am allerhöchsten verfügbar. Wir nehmen uns den jetzt hier auseinander. Und der Knoblauch, der hat eben diese vielen, vielen Mineralstoffe. Er hat 14 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm und Vitamin E. Er hat auch die 11 Aminosäuren. Und das ist wirklich, im Knoblauch stecken wahnsinnig viele gute Stoffe, die wir für alle Rezepte fast nutzen können. Sei es eben wirklich eben für den Stoffwechsel anregen oder eben auch, wenn es um Entzündungen geht, wenn es darum geht, dass ich im Körper, dort Schadstoffe abbaue, dass ich antibakterielle und antivirale Wirkungen haben möchte. Und diesen Knoblauch, wir werden uns den jetzt hier erst einmal zerkleinern und schälen. Und hier war jetzt so eine kleine Zehe mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Keim schon dran, aber das können wir gut und gerne mitverwenden, ne? So, und das ist jetzt auch gar nicht so eine riesige Menge, wie das beispielsweise war bei unserem Knoblauchrezept, den Adernputzer, wo ich 4 Knollen gebraucht habe. Hier ist es nur eine Knolle und das wasche ich jetzt auch einfach erst einmal. So, und diese, die schneiden wir uns jetzt einfach erst einmal klein. Einfach so klein, wie es geht. Und das, was aber doch hier wirklich schon auffällt, ist, dass das doch wieder eine ganz einfache Sache ist, wenn ich Knoblauch zu Hause habe und wenn ich mir da mal so ein bisschen eine Grundausstattung von Heilkräutern zulege, sodass ich da immer zu Hause irgendwo vorrätig habe und Dinge verwenden kann, eben auch mal schnell reagieren kann. Ich weiß, man soll keine Krankheiten herbeireden, sowieso nicht. Aber es hat uns die Erfahrung gezeigt, es kann manchmal so dumm, kann man gar nicht denken, so verquer, wie es dann auch kommen kann. Und deshalb sage ich immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und ich glaube, wir sind auch viele Omis unter uns, die hier zuschauen, und Opis. Ja, wir sind nun mal über 60, ich zumindest. Und dann kann man das natürlich auch mal für seine Enkelkinder machen und denen schon mal ein bisschen näher bringen, dass da eben auch mal mehr auf Natur gesetzt wird. Denn junge Menschen, jüngere, die sind da nicht ganz so sehr bewandert. So, und ich kann jetzt hier, ich kann das jetzt hier mit einem etwas größeren Messer, Moment,
Ich kann das hier jetzt den Knoblauch mit einem etwas größeren Messer noch ein bisschen so leicht andrücken. Halt, geht dann wieder nicht so leicht, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Aber einfach ein bisschen quetschen. Weil durch dieses mechanische Beanspruchen vom Knoblauch, da wird ja dann auch an sich, werden die Enzyme freigesetzt. Und diese Enzyme, die wunderbaren Enzyme, die Aminosäuren, auch was der Knoblauch hat, das ist ja genau das, was wir für unser wunderbares Erkältungsrezept benötigen. Und den Knoblauch, den geben wir jetzt in ein Glas. Ich habe das mal vorbereitet. Den geben wir jetzt einfach hier hinein. Ich habe auch den wertvollen Hinweis von Abonnenten natürlich sofort umgesetzt, ja, mit dem Holzbrett. Das ist zwar nicht ganz so praktisch, weil es relativ kleiner ist, also ich habe jetzt kein großes Holzbrett wie mein anderes Schneidebrett war, aber es ist natürlich schon klar, Mikroplastik und so weiter, die Rückstände, wir sollten ja alles vermeiden, was zu vermeiden geht. Jetzt haben wir den Knoblauch im Glas, das war eine Knolle, die wir klein geschnitten haben. Und dazu geben wir jetzt einen Esslöffel Fenchel hinzu. Und Fenchel, das ist, das wissen wir auch von, ja, vom Fencheltee, von diesen heilenden ätherischen Ölen, auch von dieser antibakteriellen Wirkung des Fenchels. Und das machen wir uns hier in unserer, ja, für die Einreibung oder eben auch für diesen, es ist ja fast wie ein leckerer Hustensaft dann schon wieder, machen wir uns das zunutze. Zu diesem Fenchel geben wir jetzt noch einen Esslöffel Minze, grüne Minze. So sieht die Mischung dann aus. Was darf nicht fehlen? Es darf der Thymian nicht fehlen. Der Thymian, das ist auch eine Heilpflanze, die sehr, sehr antibakteriell, sehr antiviral und sehr schmerzlindernd wirkt. Und gerade bei Halsschmerzen ist der Thymian das Mittel der Wahl. Und da geben wir hier auch einen Esslöffel hinein. Und ich für meine Begriffe, ich bin immer wieder auch vom Salbei überzeugt oder begeistert vom Salbei, denn der Salbei, der hat ja auch diese, ja, so eine gefäßverengende Wirkung. Der Salbei, der ist sehr antiseptisch, sehr antibakteriell, sehr antiviral, gerade auf der Haut. Und er ist eben, er hat diese Fähigkeit, diese Gefäße wieder zusammenzuziehen. Und das ist ja eben genau, wenn wir es jetzt zum Beispiel für die Nase auch verwenden, dass dort die Schleimhäute so abschwellen. Oder eben, wenn ich jetzt den Husten habe, dass ich da eine schleimlösende Wirkung erziele in dem Moment, wo die, ja, die Gefäße sich wieder verengen und dann auch diesen Schleim sozusagen dann auch außen vor lassen. Und hier gebe ich auch einen Esslöffel hinein. Wir mahlen uns das dieses Mal nicht in der Gewürzmühle. Warum? Weil wir wollen uns das ja abseihen am Ende auch wieder und wir wollen es nicht so ganz fein haben, weil wir es eben ja auch für die Nase mit verwenden möchten. Also nicht so, dass da so ganz kleine Partikel zurückbleiben. So, und in dieser Mischung, wenn wir das jetzt haben, was machen wir? Wir geben hier jetzt Olivenöl dazu. Und dieses Olivenöl geben wir jetzt einfach hier über unsere Mischung. Und das rühren wir uns jetzt zuallererst wunderbar durch. Also schön durchmengen. Das ist jetzt wirklich eine relativ dicke Masse auch gewesen. Und vom Olivenöl habe ich jetzt 150 Milliliter genommen. Das ist auch, mehr würde ich jetzt auch nicht nehmen, weil es soll ja auch eine gewisse Konsistenz haben. So, und dieses, das machen wir jetzt wie gewohnt in einen Topf hinein. So mittelgroß, kleiner Topf. Und wichtig ist eben, wir legen diesen Topf mit einem Tuch aus und stellen unser Glas in diesen Topf hinein und füllen das mit Wasser auf. Ungefähr so bis zur Hälfte. Ich sehe, ich kann ja noch etwas nehmen. Und ich stelle gerade fest, selbst zum Zubereiten von dieser Mischung nehme ich gerade das Wasser aus meinem Wasserfilter. Also selbst das Wasser soll für mich sehr, sehr rein und natürlich sein. Ja, und so wie das jetzt ist, stellen wir das auch wie gewohnt auf den Herd. Und wir werden uns diese Mischung jetzt in diesem Wasserbad
für 30 Minuten lang köcheln. Und köcheln, das heißt, also es soll die Mischung nicht zum Kochen kommen, sondern wir wollen das alles nur erhitzen, damit die ätherischen Öle, damit die guten Bestandteile aus diesen Heilpflanzen sich sehr gut herauslösen, sich mit dem Öl verbinden, damit auch vom Knoblauch das Allicin schön freigesetzt wird und damit wir dann die optimale Wirkung haben zum Schleimlösen, für Entzündungen, damit die Entzündungen dort sich lösen können, damit ich dort auch einfach eine schmerzstillende Wirkung auch habe. Ja, jetzt köchelt das Wasser und wir lassen das köcheln und rühren das immer einmal um und lassen das jetzt für 30 Minuten schön durchwärmen und schön miteinander vermengen. Den Deckel würde ich jetzt nicht darauf legen, ich würde das jetzt einfach so lassen. Aber immer im Blick behalten und immer einmal durchrühren. Und notfalls dann auch ein bisschen zurückdrehen, damit es nicht zu warm wird. Ja, und unsere Mischung ist jetzt abgekühlt und was hat denn das für eine ganz, ganz wunderbare, satte Farbe? Diese ganzen Bestandteile, die darin sind und da sieht man doch schon, wie gesund das nur sein kann. Und das ist abgekühlt und wir seihen uns das jetzt in gewohnter Weise ja durch ein Sieb und auch ein bisschen eine Gage hineingeben. Und ich werde das vielleicht in zwei Tranchen machen. Und das hier jetzt auch richtig, richtig schön ausdrücken. Das geben wir erstmal zur Seite und legen uns einfach nochmal eine Gage hinein und füllen uns den Rest ab. Ja, das ist jetzt unser Öl, sehr, sehr reichhaltig und das füllen wir uns jetzt einfach in so kleine Gefäße ab. Und da wir das ja auch für Nasentropfen verwenden möchten, geben wir das jetzt einfach hier auch noch in eine kleine Flasche etwas. Habe ich jetzt ungefähr so eine Menge drin. Und das können wir jetzt einfach ja wieder mit einem Tupfer verschließen. Und ganz, ganz wichtig wiederum, weil Sie werden das ja feststellen, je mehr wir jetzt an Ölen herstellen, je mehr wir uns an natürlichen Heilmitteln herstellen, der Kühlschrank wird immer voller und man weiß am Ende schon gar nicht mehr, was ist denn was. Und dann ist es wirklich wichtig, dass ich immer irgendwo meine kleinen Etiketten zur Hand habe und dass ich das auch sehr schön beschrifte, dass ich mir dann Kleber drauf mache, dass ich dann weiß, aha, dann und dann ist es hergestellt, weil auch wieder diese Mischung, die ist sehr, sehr gut, ein halbes Jahr haltbar und ich kann sie verwenden, aber ich sollte das eben auch kühl und trocken lagern, was eben im Kühlschrank am besten geht. Also immer dann auch einen kleinen Aufkleber drauf machen. Das sind jetzt mal hier die bunten, das macht gar nichts. Und das ist jetzt praktisch, ich schreibe mir das jetzt einfach mal so ganz, ganz lapidar drauf. Das ist jetzt ein Knoblauchöl mit Thymian. Und ja, was hatten wir drinnen? Wir hatten Thymian drinnen, wir hatten Salbei drinnen, wir hatten Fenchel drinnen und die Minze. Und das braucht jetzt noch einen zweiten Aufkleber und dann schreiben wir uns jetzt noch darauf das Datum. Heute ist der 15.01.2023 und ja, Nase und Einreibung. Und so können wir uns das dann ein bisschen kennzeichnen, sodass wir das haben, dass ich dann genau weiß, aha. Das kleben wir vielleicht uns dann hier drauf, gleich auf den Deckel. Und dann habe ich hier immer meinen Nachweis, wann was auch hergestellt ist. Und hier das Datum natürlich noch dazu. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich das denn verwenden? Ich hatte gesagt, das ist jetzt eine Mischung für Nasentropfen. Also ganz einfach hier, wenn wir das als Nasentropfen verwenden, dann
geben wir wirklich hier von diesem Öl einen Tropfen nur hinein. Also das ist, muss nicht mehr sein als, ich zeige es nochmal hier davor, als ein Tropfen. Ein Tropfen in die Nebenhöhlen durch dieses Ölige oder durch überhaupt durch den Knoblauch. Es ist sehr, sehr antibakteriell. Es ist sehr antientzündlich. Es ist antiviral. Also so, dass ich damit natürlich dort auch dieses ganze Entzündungsgeschehen wunderbar eliminieren kann. Und wenn ich das jetzt zur Einreibung verwende, dann nehme ich das einfach hier heraus, dann nehme ich mir einfach mal so einen Spatel, den kann man sich auch mal in der Apotheke bestellen. Da gibt es hier hunderte Pack von diesen Holzspateln, gerade wenn man immer viel mit Salbe und sowas hantiert. Und dann gibt man das einfach hier so drauf und dann kann man das eben auf die Haut geben. Ja, ganz wunderbar. Oh, ja, ganz, ganz wunderbar. Ein wunderbares Öl. Ja, die nächste Verwendungsmöglichkeit, ich hatte gesagt, man kann das jetzt auch anders machen für die Nase. Man kann jetzt hier sich auch eigentlich so einen kleinen Tupfer machen, dass man das hier sich einfach mal so ein bisschen einrollt. Und dann kann ich hier mit dieser Spitze, kann ich dann in diese Mischung gehen und stecke mir das dann auch einfach nur ins Nasenloch und lasse das dann mal eine halbe Stunde einwirken. Also das ist auch sehr, sehr befreiend von der Luft her. Ist es auch wieder dann, gerade wenn die Nase so zu Borkenbildung neigt, dass sie innen so ausgetrocknet ist, ist es ganz, ganz wunderbar heilsam. Also ganz einfach eintunken, bisschen abtrocknen und dann rein in die Nase. Und ich kann das natürlich genauso, wenn ich Ohrenschmerzen habe, verwenden. Also ich kann das hier auch, bei Ohrenschmerzen drücke ich das noch ein bisschen mehr aus, dass es nicht feucht ist, aber dann kann ich mir das auch an den äußeren Gehörgang so ein bisschen wie einen, ja, wie einen Wattefropf einführen und kann das dort auch eine, ja, ein, zwei Stunden vielleicht drinnen lassen oder abends vor dem Schlafen gehen, wenn die Ohrenschmerzen drohen zu kommen, kann ich das dann dabei verwenden. Und eben ja, diese Einreibung auf der Brust, auf dem Rücken für Bronchitis. Also es hat so viele Verwendungsmöglichkeiten, was ich kaum bei einem Mittel habe, wenn ich irgendwo jetzt was, ich sag mal in der Apotheke kaufe gegen Erkältung, was bekomme ich denn? Es sind alles viele Sachen, die sind auch mit Alkohol gemacht, hier habe ich keinen Alkohol drinnen. Es ist ganz, ganz mild. Solche Einreibungen sind eben wirklich auch für Kinder gut geeignet. Also so die Kinder auf Brust, auf Rücken einmassieren. Oder eben dann auch, ich sage immer, nicht das Rotlicht vergessen. Das Rotlicht, das ist ein ganz altes Mittel, was wir als Kinder, wenn wir irgendwie doch mal was hatten, dann wurde Rotlicht auf die Nase gegeben oder Rotlicht auf die Bronchien gegeben. Und damit kann ich meine Gefäße dort wieder schön durchbluten. Und dann ziehen natürlich auch solche Dinge ganz anders ein. Ja, und ich kann natürlich dieses wunderbare Öl auch einnehmen. Also ich kann da jetzt morgens und abends einen Teelöffel von diesem Öl einnehmen nach den Mahlzeiten und dann ja schön mit warmem Wasser nachspülen. Ich habe jetzt die Kamera nicht so eingestellt, aber ich koste das jetzt für Sie. Oh ja, das ist ein sehr, sehr mildes Öl. Also kann man durchaus, durchaus trinken, durchaus löffeln. Also da passiert gar nichts und es macht, ja, es macht einfach schon einen guten Atem. Also man, dass man sofort auch schön atmen kann und es ist eben dafür gedacht, dass es die Bronchien frei macht, dass es den Husten löst, dass es ja unsere Erkältung da antibakteriell unterstützt. Und ja, Sie merken, ich merke sofort, es räuspert. Ja, also gut und gerne auch von diesem Öl das Löffeln. Ich habe das jetzt mit meinem Löffel, gehe ich hier rein, weil es ist dieses Mal mein Öl. Das, was ich nicht verschenken werde, meistens verschenke ich die Öle da. Nein, das werde ich jetzt wirklich für mich auch mal die nächsten Tage noch wieder einnehmen. Und dann, ja, zum Einreiben brauche ich es im Moment nicht, aber zum Einnehmen kann ich mir vorstellen, ist es sehr, sehr gut für meine Bronchien. Ja, also das war es mal für heute. Das sind diese Nasentropfen, das ist die Einreibung, das ist der Tupfer, den ich mir in die Nase geben kann. Ja, und das soll es mal für heute gewesen sein, zu diesem ganz wunderbaren Rezept mit Knoblauch, mit Thymian, mit Fenchel, mit Minze, mit Salbei, mit all diesen guten antibakteriellen, antiviralen, antiseptischen Mitteln.
Und ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, ich bedanke mich fürs Zusehen. Haben Sie Anregungen, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Und ja, ich wünsche allzeit viel, viel, viel Gesundheit. Herzlichen Dank, Ihre Nadja Knoblauch.